Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Ultimate General Civil War. Heute haben wir die Mission Treffen. 27. Mai 1862. Eine Rebellentruppe marschiert in Richtung Hanover Courthouse und plant einen Angriff auf unsere Rechte. Sie werden eine Division anführen, um die Bedrohung zu beseitigen. Reserveeinheiten wurden ihnen bereits zu Hilfe geschickt. Wir brauchen jeden Mann für den Angriff auf die Rebellenhauptstadt. Daher können wir nicht mehr entsenden. Okay. Ja, das sieht so nach schönem Wald aus. Ich muss mal einen Schluck trinken. Immer gut die Lunge ölen. Ich überlege gerade. Ich werde Heinrich reinpacken. Weil irgendwie vom zweiten Korps die Offiziere irgendwie höherwertiger sind als die aus meinem Trupp. Weil die können zum Teil keine 1500 Mann haben, ohne richtig schlecht zu werden, richtig ineffizient zu werden. Darum Heinrich. So, ein Zivilist in Virginia erzählte uns, dass angeblich eine 17.000 Mann starke Rebellengruppe 17.000 Mann in Richtung Hanover Guardhouse marschiert. Unsere Speer gehen nicht mehr als 6.000 ein. So, dann meine Speer sind wahrscheinlich unqualifiziert und der Zivilist hat übertrieben. Dann sage ich mal, treffen uns mal so ungefähr bei der Mitte. Ich sag mal so 10-12.000 Mann werden es sein. So, dennoch ist dies Anlass zur Sorge, Diese Truppe könnte nach Südwesten ziehen und uns in die rechte Flanke fallen. Das sollen wir ja verhindern. Sie müssen vorrücken und diese Bedrohung beseitigen. Unsere Hauptarmee muss die Rebellen nach Richmond zurückdrängen. Daher können wir ihnen nur eine Division überlassen. Wir können auf ein paar weitere Einheiten verzichten. Sie sind nicht auf dem Weg zu ihnen. Ach, sie sind auf dem Weg zu ihnen. Oh, ja, warum lese ich dann nicht? Um Gottes Willen. So, verteidigen Sie Ihre Position bei diesem Treffpunkt. Nachdem sich ihre Truppen zusammengeschlossen haben, können sie nach Hanover Courthouse marschieren. Ist das Courthouse jetzt hier oder was? Wir können uns keine großen Verluste vor unserem Angriff auf die Rebellenhauptstadt leisten. Seien Sie vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Wallace hat 1500 Mann. Ja, aber stimmt. Wallace will ich für den Nahkampf machen. Darum hat er so viel Mann. Und der hat auch diese ganz schlechten Gewehre. So. Tja. Tja, tja, tja. Ich sehe viele Möglichkeiten, wo der Feind herkommen kann. Ach ja. Kanonen nach vorne. Kommst du, kommst du, kommst du? So. Wallace geht erstmal nach dahin. Wickham nach da und Schäfer dahin. Wir starten mal das Battle. Erstmal in den Wald. Hierher. Die sollen erstmal in den Wald gucken, ob da was ist, und dann einer bleibt im Wald. Und diese Punkte, die sind, hier kann man rüberkommen, da kann man rüberkommen. Und die Mitte wird dann Wallace halten. So, meine Idee. Und ja, mal gucken, ob das was wird, oder ob das eher gleich, ja, Schuss in den Ofen wird. Wir werden es gleich sehen. Heinrich, warte nochmal ganz kurz.
Die Wälder sind unsere Freunde. Oder der Wald generell ist unser Freund. Die Felder geben keine Deckung. Das, was vielleicht Deckung geben könnte, wäre dieses Haus. Wenn überhaupt. So, wir schicken mal einen Streitwagen ein bisschen weiter. Streitwagen, das ist kein Streitwagen, das ist ja Nachschubwagen, Versorgungswagen. So, Schäfer, weiter. So, Wickham ist in Position. Ich hoffe mal, dass der Feind nicht schneller ist als wir. Na, da kommt er schon. Und der ist schon da. Wallace, ab in die Mitte. Ab ins Zentrum. Kanonen abprotzen und Feuer. Heinrich, still bleiben. Und aufstellen. Wickham hat aber schon zwei Leute verloren, ne? So, Schäfer noch ein bisschen weiter am Rand vielleicht. Na, Kanonen, nochmal 5 Meter nach vorne bitte. So, Schäfer hat 83, die haben 56. Jetzt nicht so der Hammer. Wickham 87, alles so ab 80 finde ich gut. So, die Rebellen. Scheiße. Greifen uns aus allen Seiten, ja, von allen Richtungen an. Ach, der kommt hier noch irgendwo rüber. So, Kanonen bereit machen und Feuer. Wallace, Feuer. So, wir gehen den mal ein bisschen motivieren. Ah, Wallace muss gleich kloppen. Da kommt ein Branch. Den kann sich gleich Heinrich selber holen. Union hat als Treffpunkt eingenommen. So, Wallace, halt. Halt, habe ich gesagt. Schäfer hat jetzt echt was zu tun. Von hinten. Munitionswagen. Wickham, lauf. Von hinten. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Echt nicht. Alter, wir werden echt von allen Seiten angegriffen. Alter, das gibt's nicht. Ich greife mal eine Kanone an. Wollen echt einen Nahkampf? Ist ja hart. Sind 3 zu 1 in Unterzahl und wollen in den Nahkampf? Sind sie irre? Halt und Feuer. Nochmal eine schöne Salve mitgeben. Na los, Feuer. Feuer. Wir gehen vielleicht noch ein bisschen in den Wald rein. Heinrich hat schon ein bisschen was verloren, ne? Ich will nur so ein bisschen in dem Bereich bleiben und euch alle motivieren. So, die laufen. Die nächsten. Oh, komm aus dem Wald raus, Wickham. Und hol dir den nächsten Jäger da. Skirmisher. Whatever. Schäfer, 84. Walddeckung. So. Läuft. So, Kanone drehen. Und die Kanone geht man nach da. Ich will mir überlegen, ob ich hier nur weiter zurückgehe, aber. Kanone, Feuer.
Ah, die wollen hier echt zu meiner Kanone. Rebellen gesichtet. Ja, wo denn noch? Scheiße, Schäfer. Wickham kommt zurück. Es tut mir leid, Wickham. Du bist immer an der falschen Stelle, ey. Du musst echt Wegzoll zahlen hier. Kanonenfeuer. Hier auf den Feuer. Müssen die hinter uns loswerden. Oh, Wickham, los, beweg deinen Allerwertesten. So, Schäfer kriegt einen auf den Sack. Das geht gar nicht, ey. Ah, wir müssen den Punkt noch so lange halten. Heinrich, motivier sie. Oh, die müssen sterben da. Wir bringen sie jetzt im Nahkampf um. Ich habe die Schnauze voll. Die gehen mir sowas auf den Sack. Einmal schießen, noch dann in den Nahkampf. Charge! Oh, meine Kanonen, Alter. Ja, Schäfer läuft, die haben gewonnen. Hier, ist der, ich hab den Wald. Unsere Verstärkung nähert sich. Ja, hallo, was ist es denn? Ach, das sind meine eigenen Leute. Ist ja geil. Hm. So geil. Lauf mal dahin. Wallace! Komm zurück! Kommt noch mehr? Kavallerie. Will ja die Jäger. Kanon, kommt darüber. Oh, jetzt werden sie. Ah, wir verlieren unser Zentrum. Schäfer, töten! Wallace, lauf! Kavallerie, hol sie dir! Ui, das sind noch ein paar Leute mehr gewesen, ne? Attacke! Oh, die Kavallerie rennt. Los, jetzt alles töten da, Jungs. Ich will, dass sie sauber haben. Das gibt's nicht. Die kacken da ab, ey. Los, Feuerkanonen. Wickham nach vorne. Was soll's? Nahkampf. Kavallerie. Jetzt läuft er. Blockt. So, ihr könnt euch umdrehen, da kommen die nächsten. Schäfer haben wir verloren, ja, super. So, holt sie euch. Abfangen. Das reicht mir. Feuer. Wallace. Halt. Genau, die Kavallerie jagen wir weiter und
Mach mal ein bisschen Platz hier. Da ist die Kavallerie. Hat der Feind aufgegeben oder was? Die anderen hätte ich auch noch gerne. Da waren sie doch, ne? Haben die aufgegeben oder was? Ja, haben auch aufgegeben. So. Wir müssen vor. Hier holen wir uns den Supply. Und schön töten. Wickham wieder ab in den Wald. Festgenommen. Kavallerie. Und weg hier. Weg, 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 weg. Wir müssen da in den Wald. Der andere ist unsicher. So, die laufen. Oh, die werden wir uns gleich angreifen. Oder die werden wir gleich angreifen, meinte ich. Entschuldigung. Und Feuer. Wallace, ab in den Wald. Schäfer nimmt die Position. So, Attacke und von hinten. Los, Männer! Ich mache Folgendes, was ich nie mache. Zurückziehen! Ich will sie rauskommen lassen. Okay, die haben aufgegeben. Genau das habe ich vor. So, halt, halt. Kanonen, alle Mann, Feuer! Das war doch gut. Das war gut. Und ab Gegenangriff. Gegenangriff. Das ist mein Wald. Der wird nicht abgeholzt. So, Kavallerie bitte wieder dahin. Feuer. Feuer. Ach komm, wir müssen näher ran mit dem Kanonchen. Wollen Spaß haben. So, jetzt schön von der Seite, von vorne. Und dann muss er ja gleich weg sein da. Kanonen weiter nach vorne. So, die wollen in den Nahkampf gehen. Kavallerie. Attacke! Charge! Schön Sandwich machen. Und rein da. Weiter. Rein da. Ach, ich habe die Einheiten hinten vergessen. Das kann nur mir passieren.
Kanonen drehen, 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 drehen. Und du gehst mal wieder dahin, Schäfer. Supply kann ja jetzt mal zurück. Na, schade. Ich wollte gegen die Falschen in den Nahkampf gehen. So, Kavallerie zurück. Ich brauche die Kavallerie hier, die muss man sichten. Hier. Ach, haben schon. Dann beenden wir es. Wie viel Verluste? Oh, nicht mal 1000. Also doch eigentlich 1000, klar, aufgerundet. Aufgerundet 1000 Mann. Damit kann ich gut leben. Ich hätte trotzdem, glaube ich, besser wäre es gewesen, wenn ich erstmal im Wald geblieben wäre, bis die Verstärkung eintrifft und dann hätten wir den Punkt einnehmen können. Weil dann hätten wir nicht das Problem gehabt, dass sie in dem Wald waren. Weil dann hätten wir die vielleicht hier zurückschlagen können, auf der anderen Seite, mit den drei Einheiten und mit der Verstärkung zusammen hätten wir den Punkt einnehmen sollen. Das war... Ich hab's eigentlich geahnt und ich hätte es auch eigentlich wissen müssen, aber... Leider habe ich den Fehler begonnen. Dann hätte ich vielleicht noch weniger Verluste gehabt. Vielleicht 500 Mann oder so. Aber wie gesagt, 1000. Mal gucken, wie viel wir kriegen. Ja, 4900 Mann kriegen wir. Kann ich mit leben. Läuft. Geldmäßig sieht es auch gut aus. Ich weiß, ich sollte erst Truppenteil weiter nach vorne bringen, aber ich will mehr Politik haben, ne? 10% mehr Gold und Rekruten. So, dann geht's immer... Ich glaube, ich wechsle jetzt Politik und Truppenteil. Politik und Truppenteil. Politik und Truppenteil. Nachschub müsste ich aber dann demnächst auch mal anfangen. Ja, soweit dazu. Das war das Treffen. 8000 Mann. Und danach kommt die Mühle. Gains Mill. Ich gehe mal kurz auf Start. Ich will mal kurz gucken, wie viele Brigaden benötigt werden. Da sind 17 Brigaden drin. Verstärkung geht nur 10? Ist ja scheiße. Könnten die restlichen nicht da reingehen? Ja, ich weiß noch ganz genau, wir mussten ja damals die Mühle einnehmen. Jetzt muss man sie quasi verteidigen. Das heißt, hier müssen wir noch ein paar Brigaden in der 4. Division müssen wir kaufen, ausrüsten und vielleicht hier die auch auf 1500 Mann gehen. Ich werde die 8000, denke ich mal, auch hier verbrauchen. Zweite Korb können wir erstmal so lassen, wie es ist. Und das dritte bleibt erstmal beiseite. Na gut, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ich würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.